Weiter geht's mit einer neuen Folge FIFA 22 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg. Heute spielen wir gegen Freiburg. Das Hinspiel ist unentschieden ausgegangen. Und das hier ist unsere Startformation. Und natürlich geht auch nochmal ein dickes Dankeschön an euch draußen raus. Ihr seid kräftig am Abonnieren, am dabei sein, am Unterstützen. Das freut mich natürlich sehr. Ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich mit am Start seid. So, jetzt habe ich das Wort richtig ausgesprochen. Ja, ist natürlich wirklich ein richtig geiler Support von euch. Kuss geht raus. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Würde mich natürlich freuen. Wir machen jetzt weiter mit zwei Spielen, wie ihr es gewohnt seid. Jetzt geht's gegen Freiburg. Wir haben 9 Punkte Vorsprung auf Bayern. Also sieht alles wieder sehr, sehr gut nach der Meisterschaft aus. Let's go. So, wir haben ein Heimspiel. Natürlich wichtig. Let's go. Wir in Grün, Freiburg in Giftblau. So, Timber. Da muss ich es da gleich mit zwei Spielern. Oh, überragender Ball. Und Eliot, wie hat er den denn gehalten, Tavares? Guardiol. Jetzt Freiburg mal wieder. Oh mein Gott. Beinahe der Pfosten. Jetzt müsste es eigentlich mal schnell nach vorne gehen. Kammerwinger. Gut dabei. Sessegnon Jong kann aus so einer Position Tore schießen. Oh mein Gott, der wird richtig knapp. Der wurde richtig knapp, oder? Ja, der dreht sich halt noch so nach innen ein, ne? Na. Nase vorn, leicht vor Timber, vor Mendes. Und Doku behauptet sich da den Ball. Fehler in der Hintermannschaft. Was macht Doku jetzt? Das ist sauber gespielt, 1:0 durch einen Fehler in der Freiburger Defensive. Doku, der da gut nachsetzt und Nosteck. Ja, gut gemacht. Kurz vor der Halbzeit. Ja, sauber gemacht. Nice. 1:0, wir führen. Die Führung also für Wolfsburg. Wir gehen in die Pause. Nach dem ersten Durchgang liegt die Gastgeber. Schon wieder. Freiburg jetzt hier im Strafraum, die sich hier gerade auch festspielen, weil ich den Ball halt nicht bekomme. Aber Torgefahr sieht wirklich anders aus, definitiv. Petri. Und da ist Vogt. Alter Schwede. Der sah gar nicht so ungefährlich aus. Der Schuss war er auch nicht. Mit Petri, wenn er sich mal anbietet. Bietet er sich an. Ja, Timber macht das Spiel da. Ja, das wäre abseits gewesen, aber der Ball kommt eh nicht durch. Sollte es aber gewesen sein. Wir gewinnen hier mit einem Zittersieg knapp mit 1:0. Abwehrstart steht wieder zu Null. Sehr, sehr gut. Offensiv noch Luft ein bisschen nach oben. Aber wenn wir effektiv sind, wieso nicht? So, jetzt geht's in der Champions League Achtelfinale, im Champions League Achtelfinale auswärts erstmal gegen Bergamo Calcio. Das ist Juventus Turin. Die müssen halt anders genannt werden. Ist vertragsrechtlich da mit EA und PES, glaube ich, war das. Da gab es irgendwie Streit, beziehungsweise PES hat sich einfach ja, die Lizenz dafür geschnappt. Das müsst ihr euch mal informieren, wenn euch das interessiert. Das war jetzt nur nebenbei so etwas. Ja, das ist unsere Startformation. Jetzt für das wichtige Champions-League-Spiel, würde ich sagen, geht's rein. So, Champions-League-Time. Die haben auch übrigens nicht die aktuellen Trikots, glaube ich. Ne? Also die Trikots sind anders, seht ihr auch hier. Das sind nicht Juves Trikots. Aber naja, so ist es halt. Ja. Petri. Und das müsste eigentlich das 1:0 sein. Durch einen Eckball. Wir machen es 1:0. Wieder der Konter. Und dann macht das Petri überragend, der den Ball abfängt, gut mitnimmt und gut vorbereitet. 1:0. Und das auswärts in einem Achtelfinale gegen Juventus Turin. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Und Boadu, ne? Der ist übrigens jetzt unser einzigster 90er-Spieler. Das kann ich euch gleich nochmal am Ende der Folge zeigen. Das ist der einzigste, der bis jetzt einen 90 hat bei uns.
Und das mit 24 Jahren, ne? Also. Und Timber startet da halt durch, ne? Der macht richtig gute Bewegung nach vorne. Ey, Nuri, nee. Schade. Boah, du! Aus dem Stand. Und der hat den Pfosten noch touchiert. Aus dem Stand fast gefühlt. Was macht Timber denn da? Also manchmal hat er noch so seine komischen Schwächen. Gutes Spiel von uns. Ey, wie tief steht denn meine Mannschaft jedes Mal? Moment, was macht er da? Und boah, du. Und das ist nicht das 2 zu 0. Das muss er doch machen. Boah, du. Vergib dir die Chance. Musiala. Und jetzt ist der Ball drin. Das war ein Eigentor, ne? Das war ein Eigentor. Gucken wir noch mal. Ja. Das war aber irgendwas Komisches. Also, wobei der Treffer gehört Musiala wirklich. Nice. Gehalten da von Martin van der Hoek. Mein Gott, Timber, ey. Also die Pässe, die er heute spielt, sind grauenhaft. Gut gehalten. Timber, die muss er haben. Hat er nicht, aber der Kopfball war mit wenig Wucht, deswegen wird sie ungefährlich. Die aber Juve fällt halt nach vorne nichts ein. Das ist alles recht harmlos, was die machen. Und so bleibt es hier. Beinahe 2 Tore für Führung für uns. Gehen wir damit ins Achtelfinale Rückspiel. Das ist halt die Frage, aber nicht, wenn du so eine Pässe spielst. Nicht, wenn du so eine Pässe spielst. Vielleicht jetzt mal der Angriff. De La Viga bietet sich da an. Setzt sich da auch komplett durch. Flanke müsste jetzt kommen. Auf Losschlag. Nee. Die Flanke war, glaube ich, ein Tick zu früh. Wobei die Chance kommt nochmal. Jetzt Doku. 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 Das gibt Elfmeter. Ja. Gibt's. Oh mein Gott, nicht clever gemacht. Und losschlägt jetzt, baller ich so hart in die Mitte rein. Und der ist drin, 3-0. 3 zu 0, das Ding, würde ich sagen, sind wir im Viertelfinale. Es sei denn, im Rückspiel geht komplett alles schief. 3-0. Das Spiel ist durch. Wir gewinnen ganz klar. Am Ende dann sehr komfortabel mit 3 zu 0. So, gucken wir zum Schluss dieser Folge noch einmal auf die Tabelle. Wir haben jetzt sogar 10 Punkte Vorsprung auf Union Berlin. Bayern hat verloren, sehe ich gerade, oder? Ne, die haben unentschieden gespielt. Wir haben gewonnen. Union Berlin ist Zweiter. Alter Schwede, was geht denn hier ab? Gladbach auch, ja, Dortmund, Augsburg auch sehr weit oben, ne? Und Leverkusen. Hertha, okay, hat sich ein bisschen jetzt auf den Abstiegskampf entschieden, aber Leipzig rückt rein, Leute. Leipzig, und gegen die spielen wir jetzt. Wir spielen jetzt gegen Leipzig. Haha, geil. Ja, mal gucken, ob wir die auf dem Relegationsplatz schießen. Wünschen würde ich es denen. Aber als nächstes geht es gegen Union Berlin, ist der zweite, spielen eine Wahnsinnssaison. Aber das seht ihr alles in der nächsten Folge. Lasst gerne ein Abo oder auch eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.